Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter in unserer Huawei Mate 9 Reihe und diesmal geht es um Supercharge. Ihr wisst schon, die neue Schnellladefunktion von Huawei beim Mate 9, mit der man das Gerät dann rucki zucki und super cool aufladen kann. Ich habe hier bereits das Ladegerät. Bei Huawei selber bei der Präsentation hieß es ja 3,5 bis 5 Volt bei 5 Ampere. Also maximal 25 Watt kann man hier reinjagen oder akzeptiert das Ding. Beigelegt ist dieses doch recht große Netzteil. Das waren 5 Volt bei 4,5 Ampere, also 22,5 Watt, knapp drunter. Und das Telefon ist jetzt komplett platt. Ich habe das jetzt Donnerstagabend, den ganzen Freitag, heute ist Samstagvormittag. Und bisher bin ich von der Akkulaufzeit sehr angetan, kann ich ja bisher auch schon mal sagen, aber Akkulaufzeiten dauern ja ein paar Zyklen, bis man da was Verlässliches sagen kann, immer noch, wie ich finde. Und das Ding ist jetzt eben von alleine ausgegangen, bedeutet, wir sind irgendwo bei 0,12% Akkuleistung. Ich weiß, sollte man eigentlich nicht, aber es kommt natürlich auch im Alltag vor, dass man manchmal keine andere Wahl hat, weil man irgendwas noch unbedingt machen muss und dann geht das Ding halt einfach aus. Zum Vergleich, ich habe ja zum Glück noch ein Samsung Galaxy S7 hier. Das war ja das Gerät, was Huawei zum Vergleich herangezogen hat auf der Bühne, wo es dann hieß, hier, wir laden so und so viel schneller, so und so viel kühler und was nicht alles. Und naja, sagen wir mal so, von der Leistung, die jetzt gleich reingeht. Samsung packt ein Netzteil bei mit, was haben wir hier, 5 Volt, 2 Ampere und da drüben 9 Volt, 1,67. Also Pi mal Daumen, das sind 15 Watt. Natürlich, also deutlich schwächer, aber wir vergleichen das jetzt einfach mal. Und danach könnte man ja vielleicht auch nochmal gucken, wenn man die Netzteile tauscht, wie lange braucht es dann. Aber wir nehmen jetzt einfach mal die Original-Ladestecker, packen die einmal kurz an Strom. Gnarf, ich krieg die Krise. Guckt mal hier, das Kabel ist deutlich zu kurz. Wie kann man denn bei einem 700-Euro-Smartphone ein USB-Kabel dabei packen, was noch nicht mal einen Meter lang ist? Das sind hier gerade mal 80 Zentimeter. Bedeutet, kurz umbauen. So, einmal fix umgebaut und damit jetzt keiner sagen kann, wir schummeln. Wir machen das total konservativ. Bedeutet, ich starte jetzt erst die Stoppuhr. Wie starte ich denn die Stoppuhr? Was ist denn? Achso, hier, Stoppuhr. Also, wir starten die Stoppuhr. Zack. Stecken dann das... Moment. Na, gut, jetzt läuft die Uhr. Stecken dann das Edge an den Strom. Nummer 1. So. Und jetzt kommt erst mit 7, 8 Sekunden Verzögerung kommt das Huawei-Gerät Mate 9 an den Strom. Und wir gucken, da haben wir einen Ladebalken. Da kommt jetzt der Ladebalken. Und naja, ich sehe euch dann mal so in einer knappen Stunde. Dann gucken wir mal rein. Weil da sagt Huawei ja, da sollte man schon über 90% mit erreicht haben. So, jetzt hier mal Trommelwirbel. Die Stunde ist erreicht. Das S7 Edge landet bei 81% und das Mate 9 ist bei 86%. Eieiei, da bin ich doch jetzt mal gespannt. Eieiei, da bin ich ja gerade fast hinten rüber gekippt. Ich stelle mir jetzt den Wecker immer in 10-Minuten-Schritten. Also 10 Minuten sind nach der Stunde vergangen, also 70 Minuten insgesamt. 93% beim Edge. Und jetzt bin ich fast hinten drüber gekippt. 90% beim Mate 9. Ich habe gerade geguckt, Kabel sind alle noch drin. Das lädt alles ganz normal weiter. Das wird jetzt ja noch interessant. So, eine Stunde 18. 98% beim Edge und 92% beim Mate 9. Was ist denn hier los? Naja, wir hatten ja noch ein Feature, das nannte sich super cool. Da haben sie ja die Wärmekamera über beide Geräte geschickt. Und ich muss sagen, ja, das S7 Edge ist definitiv wärmer, also deutlich wärmer. Gefühlt, jetzt sage ich jetzt einfach mal, fühlt sich doppelt so warm an wie das Mate 9. Dabei muss ich aber sagen, das ist jetzt hier nicht unangenehm beim Laden. Es ist halt einfach nur nett warm, sage ich jetzt einfach mal. Und hier merkt man so ein bisschen halt nur beim Mate 9. Gerade ist es umgesprungen. Eine Stunde, 21 Minuten und so 30 Sekunden. Und das S7 Edge ist bei 100% angelangt, während das Huawei Mate 9 bei 93% ist.
Halleluja, und es ist voll. Bei 2 Stunden 8 Minuten ist die Uhr jetzt auf 100% umgesprungen. Der war jetzt eine ganze Zeit so, ich glaube ab Stunde 2 bereits schon bei 99%. Das hat jetzt natürlich etwas in Summe gedauert. Ich bin währenddessen natürlich immer wieder nochmal hin und her getapert, habe mich schlau gemacht, habe mir die Folien von der Präsentation vom Mate 9 nochmal angeguckt. Großer Fehler meinerseits, die hatten gar nicht behauptet, dass das Mate 9 schneller als ein S7 Edge lädt. Da ging es nur darum, dass das schnelle Laden hier sicher ist, warum auch immer sie das schreiben, und dass das Mate 9 halt deutlich kühler bleibt. Und das hatten wir ja eben bereits. Ja, das kann ich bestätigen, aber dass das jetzt so der tolle, die Neuerung sein soll. Naja, was haben wir jetzt rausbekommen? Auf der Bühne wurde präsentiert, 30 Minuten bringen 58%. Das waren jetzt hier bei mir 56%. Gut, können natürlich auch Messungenauigkeiten sein. Ich glaube, wenn ich den ganzen Test jetzt hier nochmal 10-mal genauso mache, aber wie kriege ich so schnell den Akku wieder leer, kriege ich hier bestimmt auch Unterschiede von ein paar Prozentpunkten immer mal wieder hin. Aber die grobe Richtung stimmt, dass das Mate 9 mit dem Supercharger zusammen halt doch 2 Stunden Pi mal Daumen braucht, um von 0 auf 100% zu kommen. Und ihr dürft hier bei dem ganzen Zeug auch eins nicht vergessen: Das sind ideale Zustände fürs Laden. Beide Geräte sind ausgeschaltet. Hier ist kein WLAN aktiv, keine Netzverbindung. Hier kommt nichts rein. Die Displays werden nicht eingeschaltet. In der Regel habe ich die jetzt in Ruhe gelassen. Also, jetzt kennen wir auch die Geschwindigkeit von Supercharge mit dem 22,5 Watt Ladegerät. Noch für um die Zahlen voll zu machen. Hier ist ja nur ein 3600 mAh Akku verbaut. Wir haben es jetzt mit 15 Watt aufgeladen, ging in Summe deutlich schneller von 0 auf 100 als beim Mate 9. Beide ist aber so, dass man, wenn ich das Ding über den Tag halt eine halbe Stunde oder eine Stunde an den Strom packe, dann sollte das vieles ausreichen. Aber auch beim Mate 9 ist es so, die ersten 80% werden rucki-zucki geladen und dann die letzten 10 bis 20%, das dauert. Und gerade die letzten 5%, die haben hier extrem gedauert. Noch kleines Fun Fact am Rande, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, weil Huawei hatte auf der Bühne das Mate 9 Laden 50% schneller als das Laden mit dem Mate 8 bezeichnet und 400% schneller als mit dem iPhone, ich glaube 7 war es sogar. Ich filme gerade mit dem iPhone 6S Plus. Das hat einen 2700 mAh Akku. Originalladegerät natürlich bei Apple immer diese 5 Volt 1 Ampere, das dauert ewig, deswegen laden ja auch viele mit den iPad-Ladegeräten. Ich habe, weil der Strom sozusagen von der Kamera jetzt, als ich es angeschlossen habe, begonnen habe zu filmen, bei 20% war, habe ich jetzt hier den dicken fetten Anker, der bietet irgendwie auch 5 Volt 3 Ampere Output, also auch 15 Watt, und habe das Gerät damit geladen, während es natürlich immer wieder gefilmt hat, während das Display fast die ganze Zeit an war. Und das ist jetzt auch, ich glaube, nach 1,5 Stunden war das Ding auch von 20% auf 100% aufgeladen. Also unterm Strich tun die sich so alle nicht so wirklich was mit den richtigen Ladegeräten. Aber ich sag mal so, vielleicht sind wir in 5 Jahren so weit, 10 Minuten an den Strom und die Geräte sind von 0 auf 100 aufgeladen. Was noch einer gefragt hatte: Nein, das Mate 9 kann nicht drahtlos geladen werden. Das liegt ja natürlich wieder an der Alu-Rückseite. Und naja, mal ganz ehrlich, es ist ein geiles Feature, drahtloses Laden. Bin ich auch ein Riesenfan von. Vielen ist aber wahrscheinlich im Alltag lieber, wenn sie das Gerät vielleicht mal 10 Minuten oder 30 Sekunden an die Steckdose hängen und dann, wobei ich persönlich, für mich hat drahtloses Laden auch immer etwas von Star Trek, Sci-Fi, Zukunft oder so. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!